Willkommen, wir sind wieder im Elder Scrolls Blades, wir sind wieder im Skyrim fürs Smartphone. Wir machen dort weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Letztens hatten wir ja nicht besonders viel zu tun, aber heute starten wir unsere große Quest, die neue Quest, die wir bekommen haben, in der Stadt 2.0, die wir schon abgegradet haben. Inzwischen habe ich nichts gemacht, ich habe nur eins gemacht, ich habe die ganzen Schatztruhen mal geöffnet. Und jetzt schauen wir mal gemeinsam, was in diesen Schatztruhen so drinnen war. Also, gehen wir mal rein und schauen in unseren Charakter. Und unser Charakter zeigt ja immer eigentlich, was wir schon an der stärksten Ausrüstung haben. Und wir sehen hier die Pelzstiefel. Die haben, die Pelzstiefel der geringen Gesundheit haben 22 Rüstung und unsere alten hatten ja nur 16. Das heißt, wir nehmen die Pelzstiefel, die neuen, und die sehen gut aus. Hätte ich gesagt. Und dann schauen wir noch, was gibt es noch. Es war nicht viel was Besonderes drinnen. Wie ihr seht, ist das eh schon alles gut ausgerüstet. Wir hatten noch eine andere Rüstung drinnen, diese bemerkenswerte Eisenrüstung, aber die hat nur 66. Die Pelzrüstung hat gar nur 40. Ah, die war drinnen. Die war in der goldenen Kiste drinnen. Die Stahlrüstung der geringen Gesundheit, exquisit mit 101, und die nehmen wir. Ist auf jeden Fall viel besser als unsere andere. Und jetzt haben wir schon mal die neue Stahlrüstung hier an. Waffenmäßig war, glaube ich, nichts Gescheites dabei. 36, unser Streitkolben. Die Streitaxt, doch, die Streitaxt, die hat 48. Die nehmen wir. Das Problem bei der Streitaxt, wie ihr seht, sind Zweihänder. Dann habe ich kein Schild. Die nehmen wir doch nicht. Ich komme mit dem Schild eigentlich ganz gut zusammen. Also bleiben wir nicht bei dem, sondern bleiben wir bei unserem, na, wo ist er jetzt? Streitkolben. Ja, wir bleiben bei dem Streitkolben. Gut, dann haben wir jetzt mal alles. Andere war, es war einiges an Gold drinnen, wir hatten ein paar Rubine drinnen und auch ganz viele Materialien zum Hausbau und Stadtaufbau. Schauen wir nur mal kurz nach, ob wir was aufbauen könnten. Nee, können wir nicht. Wie ihr seht, fehlen hier überall die Baustoffe dazu. Aber wir starten jetzt da voller Freude unsere neue Hauptquest, Main Quest. Söldner auf der Flucht, beschaffe Informationen von den Söldnern. Das machen wir jetzt mal. Schwierigkeitsstufe war, glaube ich, 3 von 5. Hier zeigt momentan nichts an, komischerweise. Und es gibt hier auch drinnen, doch, jetzt zeigt das an, 3 von 5. Und es gibt hier auch ein Geheimnis. Irgendwo ein Versteck. Da werden wir mal genau schauen, ob wir was finden. So, schalten wir mal ein bisschen lauter. Ja, jetzt hören wir was. So, wir sind jetzt in unserer Main Quest und müssen jetzt mal schauen, ob wir die Söldner irgendwo finden. Aber immer Augen auf, wir müssen auch irgendwo ein Versteck suchen. Deswegen werde ich hier mal eher mehr ein bisschen auf diese Ecken und Kanten auch eingehen. Denn die Verstecke habe ich schon sehr gern. Diese Pilze können wir nicht nehmen. Also hier ist es nicht so wie in Skyrim, wir können hier nicht alles aufnehmen. Nur das, was auch so gold umrandet ist. Aber da geht es nirgends weiter. Da vorne ist schon einer. Jetzt würde natürlich der Alex den Bogen rausholen. Das würde ich natürlich auch gerne machen und diesen da vorne gleich mit dem Bogen einen Heady geben, einen Headshot geben. Nein, wir gehen noch nicht dorthin. Ich habe deine Hütte gesehen. Na? Und schauen uns diese Hütte noch genauer an. Da ist ein Baumstamm. Da ist Gold drinnen. Und die Hütte ist hier eigentlich nicht zugänglich. Die ist, ah doch, die ist zugänglich. Da kann man sogar rundherum gehen. Aber bringt uns hier nicht wirklich weiter. Der Eingang ist zu. Den kann ich auch nicht aufmachen. Also dürfte das mal nicht unser Versteck sein. Aber jetzt da. Der erste Söldner hier vorne. The Bridge over Troubled Water. Wie Alex so schon sagt. Söldner, keine Bewegung. Nennt euren Namen und euer Begehr. Oh, ich hätte gern zwei Lamborghini und dann hätte ich noch gerne eine Riesenjacht.
Und dann möchte ich noch mit eurem Anführer sprechen. Seid ihr Taubmann, nennt euren Namen und euer Begehr. Habe ich schon gesagt, zwei Lamborghini, eine große Yacht und euren Anführer. In Ordnung, ihr könnt weitergehen, aber ich behalte euch im Auge. Ja, ja, ist okay. Ich behalte dich auch im Auge. Okay. Da hinten ist ein Baum wieder. Und da hatte jemand Gold drinnen versteckt. Irgendein Lauser. Gut. Wenig Action ist nicht immer ein gutes Zeichen. Ah, und da ist schon der erste. Ein giftiges Kiefer. Na komm. Noch einer. Zwei giftige tote Skiefer und ein bisschen Holz. Jetzt geht es einmal rechts weiter. Da ist schon wieder ein so ein Viech und links weiter. Ich gehe mal links. Da ist wieder einer. Ins Kampfsystem haben wir langsam hineingefunden. Das funktioniert tadellos. Das war auch mit dem Schild, bin ich begeistert. Cool. Kampfsystem wirklich gut. Schade ein bisschen, dass es keinen Bogen gibt. Noch nicht, oder weiß ich nicht. So. Da ist ein Feuer. Baumstamm. Eisenbahn braucht man immer. Ui, eine Truhe. Und da hinten kann man da durch. Nee, kann er nicht. Hätte ja sein können, dass da hinten das Versteck ist, das wir suchen. Da ist er. Behalte dich im Auge. Ich auch. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Da geht's nicht rein. Was sprichst du? Wo ist kein Interesse? Du weißt ja noch gar nicht, was ich will. Ach Gott, schöner Schmarrn. Nein, ich will eigentlich gar nicht kämpfen. Jetzt muss ich gegen den kämpfen. Ach Gott. Ach, das war blöd. Ja, nicht bei viel Leben, das geht sie aus. Ein Blitzchen. Und das war's. Sie sitzt jetzt ein bisschen komisch da. Aber ihm ist es egal, dass wir jetzt die Lady gekillt haben. Sehr komisch, ja. Und einige Söldner hier. Aber bei den Türen geht es nirgends wo rein. Hier geht es auch nicht durch. Säge. Ah, so jeder kämpft mit mir. Feuergift. Dann kriegst du die volle Ladung ab, die Fahrt für dich. Ja. Legen wir halt alle Söldner um, ist ja mir egal. Wenn ihr das glaubt, dass das sein muss. Seid alle wirklich so angefressen auf mich, warum? Ich bin ja ganz ein Netter.
Jetzt will wirklich jeder raufen. Ne? Raufen für die deutschen Fans. Raufen, raffen. Steirisch, raufen. Deutsch. Nirgends rein bei den Hütten. Leder. Aber da geht es auch weiter. Vielleicht gibt es da das Versteck. Wer seid ihr und was war das für ein Lärm? Nix, nix. Ich habe euren Männern eine Lektion erteilt. Wartet, vielleicht können wir darüber reden. Naja, erzählt mir von dem Angriff auf meine Stadt. Die Königin hat nur befohlen, die Stadtbewohner zu erschrecken, damit sie ihre Schulden bezahlt. Ihr es aber gleich abbrennt. Ich weiß nicht, wie das Feuer ausgebrochen ist, war sicher ein Unfall. Es war ein Unfall, ja, und die Königin war außer sich, deswegen, ich schwöre es, so war's. Wie auch immer, seitdem werden wir jedenfalls von Untoten heimgesucht, die um das Schloss der Königin streifen. Ja, geschieht euch recht. Wir wurden nicht angeheuert, um gegen Untote zu kämpfen, daher sind ein paar von uns abgezogen. Bei den Grünkappenbanditen kann man sowieso mehr Geld machen. Ihr seid nichts als ein Haufen Feiglinge. Na, das ist natürlich toll. Ihr könnt mich gerne einen Feigling nennen, solange ich dafür die nächsten Tage leben darf. Schafft euch hier raus, bevor ich meine Meinung ändere. Viel Glück, Krieger, ihr werdet es brauchen. Okay. Was? Das war jetzt die Quest? Die war jetzt so schwer. Abschließen. Okay. Also Schießkapfer der Quest, große erste Quest. Wo wir die Stadt auf die Level 2 gebracht haben. Und dann war es so easy cheesy. Gut, okay. Und wir haben das Versteck nicht gefunden. Leider. Vielleicht habt ihr es irgendwo gesehen. Schreibt es mir dann bitte in die Kommentare. Habt ihr etwas gelernt? Naja, die Königin vom Blutfall hat ein Untotenproblem, ja. Nun, das ist dann wohl ausgleichende Gerechtigkeit. Was habt ihr auf dem Herzen, Kind? Nichts mehr. Danke. Tschüss. Tschüss, tschüss. Kann man da was machen? Nee, gell? Kann man nichts machen. Mit Stein schon gar nicht. Und bei Burg braucht man da gar nicht schauen. Okay, alles klar. Was ist die nächste Mission? Wo müssen wir hin? Was geht ab, Leute? Gudrun. Gudrun. Servus. Willkommen, mein Kind. Möge das Licht der Neuen auf euch herabscheinen. Ich bin Gudrun von den Inseln, der Hirte dieser Gemeinschaft. Ah, du bist der Hirte. Ihr wisst, wer ich bin. Als Seelenheiler höre ich viele Dinge. Eure Ankunft blieb nicht unbemerkt. Jo. Ja, der Priester ist es. Ja, ihr seid also der Priester. Ja, ich bin der geistliche Hirte unserer Gemeinschaft. Ja, komm da, geh weg. Geh weiter. Und nichts mit jetzt mal reden. Passt. So, ich habe immer ein offenes Ohr für euch. Ich bin ja stets zu Diensten. Ich entbiete euch die Weisheit der Neuen, ja? Entbiete sie uns. Ihr könnt mich fragen, was auch immer ihr wollt. Auf welche Inseln bezieht sich euer Name, interessiert mich nicht. Wie ist es, ein Priester, interessiert mich nicht. Was haltet ihr von den Leuten, interessiert mich nicht. Kein Bedarf, tschüss. Geht in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn, tschüss. Du hast wieder nur die Goblins für uns, brauchen wir nicht. Verlaunt, hast du was für uns? Schmiede? Jo, wir nehmen nochmal die Schmiede und können vielleicht was verkaufen da wieder. Gehen wir in den Laden und verkaufen wir, wenn er wieder Kohle hat, die Eisenpanzerhandschuhe. Braucht man nicht. Verkaufen. Dann haben wir die angezogen, der kanalisierte Blitz da. Ist angelegt, ja passt.
können wir nicht verkaufen, klar. Die Eisenrüstung ist bemerkenswert, brauche ich aber nicht. Die Eisenstiefel der geringen Gesundheit, die haben wir an, die sind grün. Ah, und sonst habe ich nichts zum Verkaufen mit. Doch. Leder, Panzer, Handschuhe. Boah, die sind teuer, die haben 26. Und was haben wir da? Wir haben 21. Warum? Muss ich dann schauen, ob ich die richtigen Handschuhe anhabe. Pelz. Da, Panzerhandschuhe. Braucht kein Mensch. Verkaufen. Na, jetzt? Was das oder was? Na. Noch einmal. Panzerhandschuhe. Braucht kein Mensch. Verkaufen. Jupp. Na, ladet ein bisschen langsam. Meine paar Sachen, die ich da habe. Kaufen. Verkaufen. Ah, jetzt geht's. Okay, gut. Die Lederhandschuhe, Pelz. 55 Pelz haben wir. Was kann man mit denen tun? Gar nichts. Die Pelzrüstung ist für überhaupt nichts. Verkaufen. Wir haben wirklich viele Sachen, die für nichts sind, gell? Die Stiefel, die haben wir anzogen. Okay, passt. Herstellen, härten, reparieren. Na, ich brauche nichts mehr. Danke, tschüss. Ja, nichts mehr. Nein, tschüss. Wir werden jetzt das schwarze Brett brauchen, schätze ich mal, um eine weitere Quest zu kriegen. Hallo, Jena. Hast du was für uns, Jena? Kann ich euch behilflich sein? Was könnt ihr mir bei euch erzählen? Brauche ich nicht. Was denkt ihr? Interessiert mich nicht. Vielen Dank. Was könnt ihr bei euch erzählen? Es gibt mich viel zu erzählen. Mein Vater, bla. In meinen besten Jahren habe ich jeden Baum, bla, umgehauen. Wilde, ha? Fragt meinen, oje, Ehemann. Oje, Ehemann. Tschüss. Danke. Tschüss. Kein Problem, Schätzchen. Na, das hilft mir nicht, Schätzchen. Geh, mit dem Ehemann, da braucht man nichts tun. Und die Ratten kommen. Was? Surfing, oh hallo, tut mir leid, ich muss eure Namen gehört haben. Kein Problem, bin Super Mario. Schön kennenzulernen, was kann ich für euch tun? Womit verdient euren Lebensunterhalt? Kommen hier viele Leute vorbei? Wiedersehen. Unnötige Sachen, ich war in der Legion, interessiert mich nicht. Was kann ich für euch tun? Auf Wiedersehen. Also wenn ihr keine Quest habt für mich, kannst du nichts tun für mich. Aber, da ist ein Einser bei der Wohnstätte, was ist da? Wohnstätte fertiggestellt, ach so, ja genau. Die hatten wir ja noch gar nicht. Was ist in der Wohnstätte jetzt da drinnen? Kann ich da reingehen? Wohnstätte. Nee, kann ich nicht. Ich sehe hier meine Wohnstätte Stufe 1. Ich kann sie verbessern. Habe ich aber alles zu wenig. Also nix. Nix. Raus. Aber jetzt können wir mal schauen, ob wir hier oben noch Quests haben. Truhen haben wir auf jeden Fall. Was gibt es da noch? Die Silbertruhe können wir jetzt aufschließen. Und die Holztruhe hätte ich aufmachen können. Okay, gut, lassen wir. Charakter brauche ich nicht. Quests. Was gibt es bei Quests noch hier? Sprich mit den Stadtbewohnern, um weitere Quests zu erhalten. Jo, würde ich eh gerne, aber die reden eigentlich meistens nur Blödsinn. Machen wir die Quests, die hier zeitlich ablaufen, die bringen bis jetzt eigentlich immer sehr viel an Material und so weiter. Machen wir mal Kalkstein im Überfluss. Eine Rätseltruhe, die bringen auch Edelsteine. Das machen wir jetzt mal. Sammle 6-mal Kalksteine in Ruinen von Farlasel. Das kriegen wir hin. Das ist eine Nebenquest und die werden wir auch sicherlich schnell durch erledigen. Da werden wir uns nicht lange drin aufhalten. Mir kommt es ein bisschen eintönig vor mit den Quests hier. Weil sie uns immer wieder diese Sammle und Du und Mach Quests anbieten. Der hat nicht einmal zugeschlagen. Ja, gib her. Ich sehe ja, dass da hinten das ist. Warum gibt es das denn nicht? Ja. Kalkstein. Tja, wo ist er? Tja. Das war jetzt super, oder? Ui, ein Sk-
Kiefer, ein giftiger. Tschüss. Das Kiefer. Besiege 11 Feinde haben wir da jetzt da. Nein, nein, das ist nur diese tägliche Aufgabe, besiege die 11 Feinde. Wir brauchen ja hier diese 6 Kalksteine. Jetzt habe ich nicht geschaut, wo wir hin müssen. Da. Ja, eine Truhe. Danke. So, wo geht's da jetzt hin? Ah, da. Da drüben ist ein Feind. Und hier ist noch ein Stein. Und hier ist ein Typ. Halt, da wollte ich nichts hinein. Das war ein Combo, glaube ich, oder? War das jetzt ein Dreifach-Combo? Kurz habe ich was gesehen. Drei von sechs Kalkstein. So, einmal Feuer. Einmal das hier. Und ein Schlag. Das ist auch keine Dreifach-Combo, oder? Pilze brauchen wir nicht, wir sind voll. Truhe brauchen wir immer. Da ist dieser Stein, den wir brauchen. Eine noch. Das geht ja dahin. Habe ich mir gedacht, da ist eine Sackgasse. Da geht es nicht weiter. Wo geht es denn hier weiter? Da haben wir irgendwo einen Sandstein übersehen. Ja, wo ist er? Geht es da drin noch weiter? Nee. Nee. Dann war hier gar nichts drinnen. Ah, hier geradeaus geht es weiter, gell? Na, das war plötzlich, waren wir ja zurück. Ja, danke für die Hilfe. Wir gehen zurück. Und zurück. Und zurück. Und irgendwo haben wir den Sandstein übersehen. Niemand wird ihn finden. Denn er ist hier. Sandstein, komm her zu mir. So, sehr gut. Easy cheesy abgeschlossen. Eine Schriftrolle der Wiedererweckung, eine Holztruhe und Edelsteine. Abschließen. Ja, meine Lieben, das war's. Wir haben die Hauptquest mal weitergespielt. Die war sehr leicht. Wir haben eine Nebenquest gemacht. Und haben auch mal einiges verkauft, das wir nicht so brauchen. Ich würde sagen, das ist genug für heute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Es geht für mich auf jeden Fall weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss und ciao, ciao.